Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So, ich denke, wir verfolgen jetzt erstmal den Plot weiter, denke ich mal. Ja, einfach mal sehen, was auf uns wartet. Ich erinnere mich, letzte Folge ist Baru endlich wieder aufgetaucht. Ich freue mich immer, wenn der irgendwas zu sagen hat in diesem Spiel. Ist halt schon ein ganz klein wenig lustiger Kerl. Aber nur so ein ganz klein bisschen. Ja. So. Hä? Was soll denn das heißen? Na los, sag das nochmal! Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit vorher festgelegt. Blödsinn! Ich, Baru, soll Zelda nicht helfen können! Warum soll ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja klar. Link? Lächerlich! Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Link, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat. Du musst dir ihre Kraft zunutze machen. Also, Link, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Drücke zuerst Steuerkreuz nach oben, um die Lyra in die Hand zu nehmen und nehme die richtige Haltung ein. Okay. Ich bin sowas von schlecht in solchen Rhythmusspielen. Oh. Ich habe mir den Versuch anzutrainieren mit Patapon. Also, vielleicht, ja, wenn das Leute kennen. Aber, Gott, das wird schwierig. Jedes Mal, wenn wir die spielen müssen. Ich meine, es ist schön und toll, aber. Aber. Alter, okay. Husa. Ah, das ist die Theme. Jetzt erkenne ich es erst. Oh Gott. Ah. Warum habe ich das nicht erkannt? Peinlich. Dum-da-da-da-da. Hymne der Göttin. Ja. Oh. Why haven't I thought of that? Was zum Missing? Oh! Alter! Falsches Universum! Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehört der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Oh. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält.
Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es öffnen zu können, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Link, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Was zum... Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Okay. Wir reden später, Linke. Du musst schnell da draußen auf den Grund des Siegelhains. Wir dürfen wieder gegen Knubbel kämpfen. Yay. Ich freu mir einen Ast ab. Okay. Alter, ist Link stark. Das muss man ihm mal lassen. Das ist wirklich unglaublich. Ich könnte das höchstwahrscheinlich nicht. Okay. Bardo ist total fertig. Was ist das? Die Erde, sie bebt. Ach nee, was ist das? Die Erde, sie bebt. Ein Erdbeben. Link, schnell zum Siegelhain in die Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Alles klar, ich beeil mich. Und trap. Und weiter nach unten. Schneller, Link. Schneller. Okay, bin unten. Und jetzt? Ich frag mich, ob man das irgendwie hätte verhindern können, indem man sich halt nach oben tragen lässt und dann einfach mal runterjumpt. Also von oben. Also indem man in so eine Luftsäule reingeht und sich dann von oben fallen lässt. So. Mann. Der Verbande. Müsste er jetzt nicht noch irgendwas Neues haben? Das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass es nicht aus dem Loch rauskommt. Er darf den Tempel nicht erreichen. Okay. Moment, ich mach das leichter. Ich habe keinen Bock darauf. Das dauert mir zu lange. Einmal nach oben. Das war ein bisschen sehr weit, aber na gut. Okay. Miau. Okay. Autsch. Ah. Idiot. So. Erstes Mal. Das läuft. Was tut er da? Das mag ich nicht, was er da tut. Okay. Nio, 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 nio. Link, wo bist du jetzt runtergefallen? Ich weiß noch, dass man dann weiterfällt. Sehr schön. Hab noch ein bisschen Zeit. Ich bin Link, ich kann rennen. Ja, perfekt. Nein, Link. Einmal drauf. Nochmal drauf. Und nochmal drauf. Yes! Läuft. Und, das wird mir langsam ein bisschen knapp. Ein ganz kleines bisschen. Okay. Link! Scheiße! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Okay, jetzt muss ich es nochmal kurz. Ja, lass mich. Ich sehe, was du da tust und mir gefällt es nicht. Ja, bin gleich wieder da. Einen Moment. Muss nur kurz nach oben. Nein! Nein! Okay. Erstes Bein ist fast fertig. Nein! Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße. Oh Gott.
Hab ich nicht irgendwas? Nein! Das gefällt mir wirklich nicht. Alter! Ich sterbe! Okay. Link? Schlechte Idee. Schlechte Idee! Alter, das wird knapp. Alter, nein! Link, weil ich... Link, lauf nicht die Wand hoch! So. Jetzt muss ich noch irgendwie an dem vorbei. Oh. Meno costa. Und nicht runterfallen. So. Dreimal. Jetzt müsste tot sein. Hoffentlich. Ich will nicht mehr gegen den kämpfen. Das ist doof. Ich hätte mir am Anfang nicht so viel Zeit lassen sollen mit dem Runterkrachen, Fallen, Ding ins Kirchen. War aber relativ knapp. Hätte nur noch eine halbe Runde gehabt oder so. Ja, das ist schon ein bisschen knapp. Besiegt! Tot! Ich sehe es doch. So, dann lass mich dich wieder versiegeln. Eieiei. Böses Teil, wirklich sehr böses Teil. Muss ich mal sagen. Los, Link! Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein, schnell! Ja, hab ich vor. Ich weiß ja, wie das läuft. Yay! Und yay! Und... Ja... Höpp! Okay, neues Siegel. Und zwar... Zup! 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 Yeah! Scheint ein etwas stärkeres Siegel zu sein als das letzte. Ansonsten wäre das ja relativ sinnfrei. Tschau! Ja! Na gut. Den sehen wir 100 pro nochmal. Na gut. So ist es halt. Sehr gut, Link. Wie ist die so schnell runtergekommen? Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu sperren. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du es uns etwas Zeit verschafft. Naja, war ja kein Problem. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter suchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Link, es gibt viel zu bereden. Wir müssen dir jetzt aber nicht nachdackeln, oder? Bardo. Oh, komm schon. Irgendwann wirst du auch eine Prinzessin sein. Ah, sehr schön. Muss nicht den ganzen Weg hochlaufen. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere Kraft. Eine sehr starke. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Ja, okay, dann mach ich das einfach mal. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Na, ja, das war ja so klar. Ja. Damit du das Portal öffnen kannst, muss dein Schwert und du noch an einen Stärke gewinnen. Und wie machen wir das? Der Wald von Faron, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst die an diesem Orten verborgenen heiligen Flammen finden, um dein Schwert
und dein Schwert mit ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, hält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind die Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mach dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zu Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der diesen Text, den Text des Liedes kennt. Hinweis Ende. So schön! Ey, Bardo, was ist denn los? Die Bardo-Theme, ich liebe das. Oh, wie schön. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorstell, du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ah, Bardo. Der Typ ist so cool. Oder geil, oder lustig. Lustig, ja, auf jeden Fall. Geh nun, Link. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Na mal gut. Jetzt muss ich ja. Link hat's ja schon abgenickt, deswegen müssen wir es jetzt machen. Hi. Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Liedtext des Liedes hat, liegt bei 85%. Ach du Scheiße. Okay, nur 85, das ist weit weniger als 95, was es sonst manchmal war. Naja, ich stelle gerade eigentlich so eine Theorie auf. Also, eigentlich streicht das eigentlich weg. Ich stelle gerade eine Theorie auf. Jedes Mal, wenn Link nur ein einziges Herz verliert, stirbt er. Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein, dass Fei bei den ganzen Wahrscheinlichkeiten, die es im Spiel raushaut. Jetzt weiß ich ja nicht, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein, ich bin mir da ganz sicher. Na gut. Zur Theorie und zu den Faltern im nächsten Part mehr. Bis dann, Leute, und ciao, ciao. Kurze Trinkpause.